Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rätselguide präsentieren. Heute geht es um den 14. Tag von dem Rätsel Geheimnisse von Azeroth. Und dazu gibt es ja auch ein kleines Achievement, Kriminalgeschichte schimpft sich das. Und wir wollen uns im Endeffekt das letzte angucken, das Rennen. Und ja, da kriegen wir einen Titel und noch Putty, das ist ein Mount, wo ich schon gerade drauf sitze. Wenn ihr das Ganze noch gar nicht großartig gemacht habt oder euch einzelne Unterpunkte noch fehlen, ich verlinke euch die verschiedensten Tage einmal in der Infobox. Dann könnt ihr einfach reingucken und die quasi nachmachen. Die müssten eigentlich am Stück gehen, solange ihr quasi jetzt im Event das Ganze angefangen habt. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Dann schauen wir uns das Rätsel von Tag 14 an. Das müsste auch das letzte sein. Und dazu sind wir wieder einmal in Valdrakken im gerösteten Geißbock. Und zwar müssen wir jetzt wieder mit der Dame von ganz am Anfang sprechen, mit der Bewahrerin. Und mit ihr quatschen wir einmal und kriegen wieder eine nette Notiz. Und diesmal Notiz uralten Türhold-Artefakt. Und ja, ich vermute mal, wir müssen einmal nach Türhold. So, jetzt sind wir oben in Türhold angekommen. Und zwar hier Türhold. Und jetzt müssen wir erstmal einmal unsere Fackel ausrüsten. Und zwar einmal Fackel von Pyrit. Das brauchen wir, dass wir diesen Buff haben. Und mit diesem Buff müssen wir jetzt ein paar Statuen quasi, ja, empowern, in Anführungszeichen. Und da fliegen wir hin zu den Statuen. Und ihr seht, dann werden diese Kugeln irgendwie aufgeladen. Und da haben wir jetzt die erste. Die zweite hier habe ich schon aufgeladen, ne? Also da passiert jetzt nichts, aber ihr seht, die Kugel pulsiert schon. Dann haben wir da hinten noch eine. Genau hier ist die. Also ich sage jetzt nicht für jede Statue einzeln die Koordinaten, weil ich glaube, die sind relativ groß und das sieht man auch gut, wo die stehen. Ne? Also ich fliege die jetzt einmal mit euch ab. Das sollte eigentlich passen. Dann die vierte haben wir hier oben stehen. Dann haben wir da die fünfte. So, dann da unten sind jetzt auch noch zwei. Die letzte, die müssten wir oben nochmal haben. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Also da müssten wir jetzt... Achso, jetzt habe ich wenig bis kein Elan mehr. Jetzt sparen wir mal kurz. Also das ist jetzt dann, glaube ich, Nummer 7. Ah, teilweise muss man doch relativ nah... Also wir müssen anscheinend immer die Kugel aufladen. Die Statuen scheinen recht egal zu sein. Die Kugeln sind das Wichtige, ne? Gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich da langsam hochkriechen, weil mein Elan eher nicht mehr so ganz gut mitmacht. Na, wohl, komm. Müsste ich genug haben. So, einmal hoch. Und da haben wir dann die 8. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir die auch noch aufladen. Interesting. So, alle 8 haben wir. Aktuell ist noch nichts passiert. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das nächste rausfinden, was wir machen müssen. So, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, im Chat stand was, dass sich ein magisches Schloss geöffnet hat, nachdem ich die 8. Kugel auf oder aktiviert habe, sagen wir es mal so. Und jetzt bin ich hier in die Mitte gegangen. Also jetzt bin ich auf den Koordinaten 59, 58. Und da müssen wir jetzt anscheinend hier zu diesem Kopf laufen, wurde mir gesagt. Und dann gucken wir mal, ob da jetzt irgendwas sich geöffnet hat. Ah, okay. Da hauen wir jetzt auch anscheinend wieder die Fackel rein. Diesmal aber mit einem blauen Strahl. Jetzt steht nochmal drin, dass sich ein magisches Schloss geöffnet hat. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. So, Dala, nachdem wir den Kopf auch aktiviert haben, können wir jetzt hier in diese unteren Bereiche rein. Also da sind ja verschiedene Ebenen. Und da müssen wir jetzt anscheinend in diesen extra Räumen was finden. Ich gehe jetzt mal in den ersten rein. Wichtig ist, dass wir hier einmal die Götze brauchen, also die Götze von Onara, das Spielzeug aktivieren. Und jetzt bin ich hier auf den Koordinaten 60, 61, quasi auf der ersten Ebene unter dem normalen Grundlevel. Und meine Götze springt schon an, wie ihr seht. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwas anklicken. Ah ja, hier müssen wir hin. Also da muss was sein. Ah, da können wir schon mal eine zerbrochene Urne looten. Und da haben wir einen titanischen Energiekern. Okay. Also das war jetzt schon mal das Erste. Oh, ist hier nochmal was?
Okay, er führt mich jetzt zur Wand, so wie es aussieht. Also hier scheint jetzt nichts zu sein. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die anderen Räume weiter. So, das nächste Ding ist quasi auf denselben Koordinaten, bloß zwei Etagen drunter. Also wir sind jetzt quasi auf der 1, 2, drittuntersten, ne? Also im dritten Untergeschoss oder so. Keine Ahnung, wie man das jetzt hier sagt. Und da quasi auf ist der Raum auf derselben, im selben Koordinaten, wo es reingeht. Bloß waren wir am Anfang jetzt quasi hier und jetzt müssen wir einmal nach links hinter. Genau, dann haben wir das zweite Teil. Ich gebe es jetzt euch nochmal. Also das ist jetzt etwa auf 59, 62. So, dann schauen wir uns die nächsten Räume an. Und zwar sind wir jetzt fast ganz unten. Warte, ich fliege mal raus. Also ihr seht, hier unten kommt nur noch so eine dunkle Etage. Da scheint aber jetzt nichts drin zu sein. Und quasi in der untersten richtigen. Und da haben wir jetzt noch einen Raum. Und diesmal sind wir auf den Koordinaten 61, 61. Und dort machen wir jetzt auch wieder die Götze an. Und dann werden wir einmal wieder zu so Trümmerteilen gelotst. Die machen wir auf. Und dann haben wir das jetzt geöffnet. Ich glaube, irgendwie klappt das mit dem Autoloot gerade nicht so ganz. Okay, also das haben wir auch mitgenommen. Jetzt haben wir nochmal so ein grünes Item. Jetzt schauen wir mal. Ah, nee, das können wir leider noch nicht miteinander kombinieren. Okay, und auf der Ebene müsste jetzt aber noch ein... noch ein Raum sein. Genau, der ist da hinten. Und den haben wir jetzt auf den Koordinaten 61, 56. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch wieder ein Item finden. Also Götz wieder anmachen. Die verschwindet blöderweise, wenn ihr einmal aufmountet. So, wo haben wir es? Ah ja, da hinten ist wieder was. Das looten wir auch. Und dann haben wir nochmal ein Fragment. So, jetzt haben wir schon zwei blaue Sachen. Ich glaube, wir brauchen insgesamt drei blaue Items. Heißt, wir müssen jetzt hier auch noch ein zweites Fragment suchen. Und da gucken wir mal, wo ich das noch finde. So, Dalla, ich glaube, ich habe den letzten Raum gefunden. Also, auf der, quasi auf dem dritten Untergeschoss. Eins, zwei und dann drei haben wir quasi auf der anderen Seite auch nochmal ein Räumchen. Und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 59, 55. Auf derselben Ebene haben wir quasi auf der anderen Seite schon mal eins gelootet, bloß habe ich nicht gesehen, dass hier noch ein Raum ist. Und dort setzen wir auch wieder die Götze ein. Und da müssten wir dann hoffentlich das letzte Teil finden. Was braucht ihr? Das hier ist es, genau. Okay, dann haben wir jetzt hier noch ein blaues. Guck ich mal, ob wir da was zusammensetzen können. Nee, es fehlt immer noch was. Okay, mal schauen, wo ich da noch was finde. Und das letzte ist jetzt im ersten Untergeschoss. Und da ist quasi drüber, wo wir gerade waren, also zwei Etagen drüber, auch nochmal ein Räumchen. Und da müsste dann hoffentlich das letzte drin sein. Also es gibt relativ viele Räume. Und so wie ich es gesehen habe, das ist quasi in jedem eins drin. Was ich euch empfehlen kann, dass ihr vielleicht jedes Geschoss einmal von links nach rechts fliegt, in jeden Raum reingeht, dann habt ihr das auf jeden Fall. So, und jetzt hoffe ich mal, dass es das ist. Ja, das können wir anwenden. Und dann haben wir jetzt vier so Items. Und mit denen müssen wir jetzt mal gucken, was wir anstellen. Also, als nächstes müssen wir mit unseren vier Items, die wir jetzt hier haben, also die blauen, umgewandelten, in diese vier Türme rein, die außen im Türhold quasi sind. Und da bin ich jetzt gerade beim ersten auf den Koordinaten 60, 62. Und ja, so sehen die Dinger aus. Da gehen wir rein. Und innen drin haben wir eine Konsole. Und auf die Konsole müssen wir quasi klicken und das jeweilige Bauteil einsetzen. Genau, wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr auch kein Dialogfenster mehr. Und das Item verschwindet auch aus dem Inventar. Dann das nächste haben wir hier unten. Klicken wir auch drauf, setzen es ein. Und das ist jetzt bei den Koordinaten 59, 60. Dann können wir einmal wieder raus. Und auf der anderen Seite, seht ihr, also die Türmchen übersieht man eigentlich schlecht. Das sind diese großen Dinger. Haben wir dann hier. Da können wir dann auch nochmal rein. Und wo haben wir die Konsole? Ah, ne, da. Ah, da hinten ist sie. Okay. Da sind wir jetzt auf den Koordinaten 59, 56. Und dann haben... Halt, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, weil wir haben noch einen Teil hier rumliegen. Quatsch mal nochmal an. Jetzt ist es weg. Okay.
Und dann haben wir noch den letzten ganz oben. Das klicken wir auch noch an. Und das hier ist einmal auf den Koordinaten 60, 55. So, setzen wir den Kern noch ein. Hm, interesting. Und jetzt kommt wieder ein Signal, dass ein Schloss geöffnet worden ist. Und jetzt schauen wir mal nach, wo da das Schloss offen ist. Gut, sobald wir alle vier aktiviert haben, können wir nämlich eine neue Quest freischalten. Und die ist jetzt in der Mitte in Tyrshold auf den Koordinaten 59, 58. Und ja, ihr seht, wir sind quasi auf diesem oberen Plateau. Und hier haben wir jetzt bei dieser Konsole die Möglichkeit, hier eine Quest anzunehmen. Das klicken wir einfach an. Und dann startet die Quest und jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles davon machen müssen. Sichert die Kugel von Ratmus und das darin verborgene Artefakt. Okay. So wie es aussieht, können wir jetzt auf die Kugel draufklicken und einmal sie untersuchen. Und ja, jetzt haben wir noch zwei weitere Punkte. Wir müssen zwei Bosse besiegen. Und dann die Kugel sichern. Und die Bosse scheinen jetzt hier gerade anzulaufen. Witzigerweise stehen da relativ viele Leute rum, die, glaube ich, darauf gewartet haben, weil die Leute auch nicht so ganz gecheckt haben, dass man die Kugel nochmal anklicken muss. Ne? Ich habe jetzt hier auch ein bisschen rumgesucht. Man soll nämlich den Platz untersuchen. Und das Untersuchen ist quasi einfach die Kugel nochmal anzuklicken. Juti, die hauen wir jetzt mal um und dann gucken wir mal. Gut, die zwei Dudes haben wir umgebrezelt. Und da können wir dann auch die Kugel looten. Und die müssen wir jetzt einfach wieder auf der Konsole platzieren. Das machen wir. Jetzt können wir das Artefakt sichern, indem wir das anklicken. Und ja, Artefakt haben wir. Was müssen wir jetzt? Okay, jetzt müssen wir die Kugel zurückholen. Müssen wir jetzt hier nochmal draufklicken. Also keine Ahnung, irgendwie fünfmal das Ding looten. Und jetzt können wir das Ganze abgeben und zwar, so wie das scheint, einmal unten, oder? Nee, auch nicht hier. Okay, ich muss doch wieder hoch. Also auf jeden Fall ist da irgendwo der Questmarker. Ja gut, ich schau mal, ob ich rausfinde, wo wir es... Ah, da müssen wir es abgeben. Ah, da steht sie jetzt, die Bewahrerin. Okay, Kugel haben wir, den Kasten haben wir. Geben wir einmal ab. Und damit sind wir anscheinend durch. Das ist jetzt das Rennen. Und jetzt haben wir quasi alle von diesen 15 Unterpunkten abgeschlossen. Und wir haben auch einmal ein Mount bekommen. Pattys Kappe. Und das können wir jetzt auch mal lernen und uns einmal angucken. Wo haben wir es denn? Patty haben wir hier. Da ist das schicke Alpaka, müsste das sein, oder? Ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Aber ja, ist, glaube ich, ein Alpaka. Ja, sieht ganz nett aus. Animation kennen wir ja quasi von den Alpakas, ist nicht das erste. Und es hat hier sogar den lustigen Hut auf, den wir schon kennen von den Rätseln. Und ja, damit sind wir mit den Rätseln durch, beziehungsweise auch tatsächlich mit allen 15 Rätseln. War eine relativ lange Reise und ja, damit bleibt mir nichts mehr zu sagen, als mich zu bedanken für die Leute, die jetzt die ganze Reise mit dabei waren. Und dann sehen wir uns gerne in weiteren Videos wieder. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.